Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Nach den bisherigen zwei Oppositionsreden kann ich nur einen Satz des Kollegen Wegner aufgreifen. Selten war es schlechter als jetzt. Meine Damen und Herren, vor knapp 6 Monaten haben wir hier im Haus den Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen. Bereits in diesem Haushalt hatte die Koalition auf unsere Initiative 380 Millionen Euro vorgesehen, um auf steigende Preise, insbesondere steigende Energiepreise als Folge des verbrecherischen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine zu reagieren, diese abzumildern und die Garantie gegeben miteinander, niemand muss fürchten, wegen nicht bezahlter Energie oder warmer Nebenkostenrechnung die Wohnung zu verlieren oder in den eigenen 4 Wänden im Kalten sitzen zu müssen. Heute werden wir mit der Verabschiedung dieses Nachtragshaushaltes diese Garantie erneuern und verstärken. Wir wollen im kommenden Winter in Berlin niemanden zurücklassen. Das Land Berlin wird, und zeigen Sie mir ein anderes Bundesland, das in diesem Umfang und in dieser Geschwindigkeit gehandelt hat, mit 3 Milliarden Euro erstens die Berlinerinnen entlasten, zweitens die soziale, kulturelle, die öffentliche Infrastruktur und die Wirtschaft dieser Stadt schützen und drittens weiter in die Zukunftsfähigkeit Berlins investieren und die bereits geplanten Investitionen sichern. Und all das, obwohl wir fast bis vor 2 Wochen warten mussten, bis die ersten halbwegs greifbaren Konzepte und Umsetzungsvorschläge der Ampel kamen, auf die aufzusetzen, sich diese Koalition bereits Ende August verabredet hatte. Es war und es ist an Realitätsverweigerung kaum zu überbieten, wie lange die Ampel auf Intervention der FDP an Konzepten festgehalten hat, die die Lage eher ver- als entschärften und den Menschen ein deutliches und zielgerichtetes Signal der Entlastung zu senden. Erinnern wir uns. Mit dem ersten Entlastungspaket der Ampel im Frühjahr wurde mit dem Tankrabatt den Mineralölkonzernen ein Scheck über 3 Milliarden Euro ausgestellt, den sie bereitwillig entgegengenommen haben. Und die erwarteten Preisreduzierungen für die Kunden waren marginal bis nicht sichtbar. Zielgenauigkeit, Pustekuchen. Den Cayenne-Fahrer und die Fahrerin eines sparsamen Kleinwagens, beide wurden über einen Kamm geschoren. Wenn jemand davon profitiert hat, von diesem Tankrabatt auf der Verbraucherinnenseite, dann die Vielverbraucherin, also der Cayenne-Fahrer. Diese Art von sogenannten Entlastungen trägt dazu bei, dass die Menschen am Ende sagen, mit Politik will ich nichts mehr zu tun haben. Und eine weitere Erinnerung an das erste Entlastungspaket. Die Ampel bringt eine Maßnahme auf den Weg, die viele Erwartungen geweckt hat. Ich rede vom 9-Euro-Ticket. Ein Ticket für den gesamten ÖPNV in Deutschland, von Binz bis Freiburg, von Aachen bis Frankfurt oder für 9 Euro für den gesamten öffentlichen Nahverkehr. Ein wirklich wichtiger und visionärer Schritt. Alle können sich die Öffis leisten. Und so erleben wir von Juni bis August eine Begeisterung der Menschen für den ÖPNV. Nach Zahlen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen wurden inklusive der bestehenden Abonnentinnen rund 62 Millionen Tickets verkauft in Deutschland. Ein absoluter Erfolg. Und was tut die Ampel? Sie lässt es auslaufen. Ohne eine Idee für eine Anschlusslösung verschwindet das Ticket im September einfach in der Versenkung. Sicher, Investitionsbedarfe in den Ausbau und die Qualitätsverbesserung des ÖPNV sind nicht erst mit der starken Nutzung im Sommer 2022 deutlich geworden. Hier braucht es mehr Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unbestritten. Doch anstelle zu sagen, prima, ein preisgünstiger ÖPNV für alle ist schon mal ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende. Das spart Energie und schont die Umwelt. Wir nehmen jetzt gemeinsam das notwendige Geld in die Hand und investieren in den Ausbau und die Qualität, um den Umstieg so vieler Menschen nachhaltig werden zu lassen, läuft, wie gesagt, das erfolgreiche 9-Euro-Ticket im September aus. Und es war, und darauf bin ich als Berliner Linker stolz, eine Initiative dieser Koalition zu sagen, wir diskutieren nicht nur mit und fordern, sondern wir schaffen eine Alternative und bringen sie sichtbar auf die Straße. Wir senken den Preis für die Mobilität im Tarifbereich AB in Berlin auf 29 Euro und wir senken den Preis des Berlin-Ticket S, also das Mobilitätsangebot für Menschen mit wenig Geld, ab Januar auf 9 Euro. Eine Entlastung, die viele Menschen unmittelbar erreicht und eine klimagerechte Lenkungswirkung hat.
Ich bin sicher, und damit haben wir diese Koalition und dieser Senat mehr zur letztlichen Entscheidung für ein bundesweites 49-Euro-Ticket beigetragen, als hunderte Presseerklärungen und Parlamentsreden quer durch die politische Landschaft und über alle parlamentarischen Vertretungen dieser Republik. Und dann lese ich in der Begründung des Änderungsantrages der FDP zum Nachtragshaushalt folgende Sätze, und ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident. Ein weiteres Entlastungspaket für die Bürger ist das deutschlandweit gültige 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Dass der Berliner Senat für eine weitere Absenkung auf 29 Euro eine 500 Millionen Euro ausgibt, ist bedauerlich. Das Geld wäre an anderer Stelle besser aufgehoben. Zitat Ende. Mal abgesehen davon, dass im 500-Millionen-Euro-Paket auch die Berliner Kofinanzierung für das bundesweite 49-Euro-Ticket steckt. Neben der Finanzierung des 29-Euro-Tickets und des 9-Euro-Sozialtickets mit einem ab Januar auf 670.000 Menschen erweiterten Berechtigungskreis. Sehr geehrte Damen und Herren von der FDP, ist das wirklich Ihr Ernst? Ohne diese Koalition und Ihr Vorpreschen würden wir das Selfie Lindner-Wessing in Meseberg. Sie erinnern sich an den Text, Lindner hat mich überzeugt. Was für eine absurde Inszenierung. Würden wir dieses Selfie nie gesehen haben. Nur diese Koalition und dieser Senat war zu einem solchen Schritt in der Lage und verändert damit nicht nur Berlin, sondern setzt Maßstäbe weit über Berlin hinaus. Meine Damen und Herren, neben dem Härtefallfonds, dessen Konzept im Senat bereits verabschiedet wurde, und dem Netzwerk der Wärme, gestartet vor über einer Woche mit der Unterzeichnung der Charta der Wärme im Roten Rathaus, stehen umfangreiche private Hilfen zur Verfügung, die wir als Koalition auch über den Senatsentwurf hinaus verstärken. Berlin ist das erste Bundesland, das auch Haushalte, die mit Öl, Pellets und Kohle heizen, unterstützt. Auch bei diesen Energieträgern sind die Preise in den letzten Monaten durch die Decke gegangen. Kosteten 100 Liter Heizöl im November 2020 bei einer Abnahme von 3.000 Litern ca. 38 Euro, waren es im Oktober 2022 knapp 170 Euro. Auch der Preis von Pellets und Kohle hat sich vervielfacht. Briketts sind zum Teil kaum noch zu erhalten. Und wir wissen, 16% der Berliner Haushalte heizen noch mit Öl, aber ca. 6% der Berliner Haushalte heizen auch zusätzlich, also nicht zusätzlich, sondern heizen mit Kohle, Holz oder Pellets. Diese werden von den Maßnahmen der Ampel gar nicht erfasst. Lediglich ein kleiner Teil des bundesweiten Härtefallfonds wurde hier konzentriert. Und auch diese Berlinerinnen, die, wenn sie Mieterinnen sind, gar nicht entscheiden, welcher Energieträger ihre Heizung befeuert, nimmt diese Koalition in den Blick und kohlt die Unterstützungsmaßnahmen für private Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen um 75 Millionen Euro auf. Und wir verbinden das mit dem Werben für eine perspektivische und klimaschonende Veränderung der Heizungsart und dem Hinweis auf die vorhandenen Fördermittel. Und gestatten Sie mir an dieser Stelle die Bemerkung. In der Sache sind wir uns einig mit der Union. Es braucht einen Deckel für diese Preise, um Berlinerinnen durch die Krise zu bringen. Der Ansatz im Haushalt liegt zwischen uns übrigens nur 10 Millionen Euro auseinander. Und es sei gesagt, durch gegenseitige Deckungsfähigkeit sind wir in der Lage, auch zu reagieren, wenn der Bedarf größer sein sollte. Nur, und das kann ich mir nicht verkneifen, wenn die Berliner CDU jetzt meint, bei einem verknappten Gut, hier Heizöl und auch vorher schon Strom und Gas, das war ja auch Ihre Forderung, wo viel Spekulation auch am Markt ist, wenn wir uns die Preisentwicklung anschauen, ist es sinnvoll, staatlich einzugreifen und eine Preisdeckellösung auf den Weg zu bringen, weil der Markt eben nicht alles regelt, dann frage ich mich schon, warum Sie mit Ihrer Klage den Preisdeckel für Mieten, den Berliner Mietendeckel, einfach, also wir erinnern uns, das verknappte Gut Wohnung in einem durch Spekulation getriebenen Markt zu Fall gebracht haben. Auch stabile Preise auf dem Mietenmarkt können in der derzeitigen Inflation entlastend wirken. Und deshalb haben wir, diese Koalition, dieser Senat,
bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften das Mietenmoratorium auf den Weg gebracht und diesen im Nachtragshaushalt abgesichert. Und wenn auch mir diese Bemerkung erlaubt ist, Herr Wanzner fühlte sich vorhin zu dem Zwischenruf bei Reitz-Allee herausgefordert, Heuchler. Ich finde, vor diesem Hintergrund, den ich gerade eben angesprochen habe, fällt dieser Zwischenruf auf Sie zurück. Und weil wir in dieser Koalition an dieser Stelle eben nicht wackeln miteinander und heute so sagen und morgen anders, deshalb waren wir in der Lage, hier schnell zu handeln. Und wir wären, und das sei auch in Richtung Bund gesagt, wieder schnell in der Lage zu handeln, wenn der Bundesgesetzgeber den Ländern die Möglichkeit gebe, einen Mietendeckel auf den Weg zu bringen. Wir sind bereit dafür. Und es schafft auch nur diese Koalition, miteinander dafür zu sorgen, dass die Mietsteigerungen beim Studierendenwerk zurückgenommen werden, damit auch die Bewohnerinnen der studentischen Wohnheime sich ihre Bleibe leisten können und sicher durch den Winter kommen. Auch dafür haben wir Geld in die Hand genommen. Meine Damen und Herren, dass die KMU-geprägte Berliner Wirtschaft, dass wir die im Blick haben, hat diese Koalition schon in ihrer Reaktion auf die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen bewiesen. Und da stehen in unserem Nachtrag, zeigen wir das erneut, starke 343 Millionen Euro stehen da zu Buche und die Antragstellung und Auszahlung hat bereits begonnen, wie der Senat im Hauptausschuss berichtete. 25 Millionen schieben wir jetzt nach für Kultur und für die Fortführung des von Klaus Lederer initiierten Kultursommers im kommenden Jahr. Weil wir eben neben den Hilfen an private Haushalte und auch die wirtschaftliche, die soziale, die kulturelle und die öffentliche Infrastruktur in den Blick nehmen. Alle Zuwendungsempfangenden, die entgeltfinanzierten Träger, Vereine und Verbände, auch ohne Zuwendung, verstärkt jetzt die Kultur, sind im Blick und tragen durch ihre Arbeit dazu bei, den solidarischen Zusammenhalt in der Stadt zu stärken. Das ist unser Gegenentwurf zu dem, was hier von rechts außen vorgeschlagen wird. Diese Koalition investiert in den sozialen Zusammenhalt dieser Stadt. Wir lassen auch an dieser Stelle niemanden zurück und allein mit seinen Ängsten. Und nein, das Netzwerk der Wärme ist nicht eine Ansammlung von Wärmehallen. Das Netzwerk der Wärme ist ein gezielter Gegenentwurf zu sagen, Menschen kommen zusammen und stehen in dieser Krise zusammen. Hier können sie sich treffen, miteinander beraten, Beratungsangebote nutzen und schauen, wie sie gemeinsam durch den Winter kommen. Das ist Berlin, zusammenstehen und gemeinsam auch durch die Krise laufen. Und weil wir gerade bei rechts außen waren, in der Begründung des Änderungsantrages zum Nachtrag der AfD lese ich, mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, Zitat, eine Anhebung des Bürgschaftsrahmens für die Energieversorgungsinfrastruktur im Haushaltsgesetz von 6 Milliarden Euro auf 8 Milliarden Euro stellt nicht in erster Linie einen jetzt notwendigen Beitrag zur Energieversorgungssicherheit dar, wie vom Senat behauptet, sondern steht im Zusammenhang mit der staatlichen Übernahme von betreffenden Netzen der Fernwärme- und Energieversorgung und damit dem Ziel des Senats einer vorangetriebenen Verstaatlichung, Zitat Ende. Wie bei jeder Propaganda wird hier ein Ziel beschrieben, das zu bestreiten mir unmöglich ist. Das Ziel, das Fernwärme- und das Gasnetz in öffentliche Kontrolle zu bekommen und wird mit Fake News verbunden, das wäre nicht notwendig für die Sicherung der Energieversorgung. Aber genau das ist es. Vergesellschaftung und auch Verstaatlichung sind nicht erst in dieser Krise probate Mittel, um den Auswirkungen spekulativer Märkte zu entkommen. Falsch ist eben aus unserer Perspektive, Daseinsvorsorge in die Hand des Marktes zu geben und nur im Notfall, siehe jetzt Uniper oder die Lufthansa während Corona oder die Commerzbank während der Finanzkrise, zu verstaatlichen. Damit werden dann nämlich Verluste aufgefangen, also sozialisiert. Und wenn die Unternehmen dann wieder laufen, dann werden sie wieder privatisiert. Das ist das alte Motto, Verluste sozialisieren, Gewinne privatisieren. Das finden wir falsch, denn hier agiert der Staat dann doch eher als eine Versicherung privater Profitmaximierungsinteressen. Deshalb gehen wir als Koalition bewusst den anderen Weg. Daseinsvorsorge, und dazu gehören Energienetze unbedingt, gehören in die öffentliche Kontrolle und tragen damit bei zur Krisenresilienz, zur Widerstandskraft unserer öffentlichen Infrastrukturen.
Dazu gehört aus meiner Sicht auch die Vorsorge für Baukostensteigerungen bei den Krankenhausinvestitionen, die wir dringend brauchen. Neben dem Umbau der Krankenhausfinanzierung auf Bundesebene weg vom Krankenfallpauschalensystem, das einer gezielten und nachhaltigen Personalgewinnung in den Krankenhäusern entgegensteht und damit keinen Beitrag zur Krisenfestigkeit einer Struktur leistet, auf die wir alle angewiesen sind, wie viele von uns während der Corona-Pandemie gelernt haben. Denn besonders hier gilt, niemanden zurücklassen, sonst wird es schnell lebensbedrohlich oder bedroht unsere Freiheiten und die Bildungschancen unserer Kinder, wie wir schmerzlich in den letzten 3 Jahren erleben mussten. Und das ist am Ende sozial- und klimagerecht, und dazu ist nur eine Koalition wie Rot-Grün-Rot in der Lage. Meine Damen und Herren, private Hilfen, sozialer Zusammenhalt, eine funktionierende Stadt und eine Wirtschaft, die sicher durch die Krise kommt, darüber habe ich bisher gesprochen. Unser dritter Schwerpunkt in diesem Nachtrag ist es abzusichern, dass die Milliardeninvestitionen, die wir bereits mit dem Doppelhaushalt auf den Weg gebracht haben, auch in den Zeiten von Inflation und Krise fließen und umgesetzt werden und dass weitere Aufgaben wie die sich abzeichnende Erhöhung der Zahlen von ankommenden Geflüchteten in Berlin auch bewältigt werden kann. Denn ich finde, Bilder wie vor dem Lageso 2015 in Berlin, als der jetzige CDU-General Chaya dort als Senator noch Verantwortung trug, sind unerträglich und dürfen wir in unserer Stadt der Freiheit und der Weltoffenheit nicht wieder zulassen. Und wenn es nach Chaya dem Jüngeren gegangen wäre, wären wir in Berlin ja auch nicht in der Lage, ein leistungsfähiges Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine am Flughafen Tegel zu betreiben, am ehemaligen, denn dann würde ja da immer noch geflogen werden. Weil es also nicht nur um das unmittelbare Ankommen geht, deshalb ist es richtig, dass wir im Nachtrag jetzt auch beim Masterplan Integration in den Bezirken verstärken. Und deshalb ist es auch richtig, die Restmittel aus der Berliner Schulbauoffensive zu sammeln und kurzfristig für dringliche Schulbaumaßnahmen verfügbar zu machen, damit unsägliche Zustände wie an der Schule im Europapark schnell angegangen werden können. Aber diese Schule ist ja nicht die einzige. Die Anna Lindh, weitere Schulen in Pankow und Kieze mit großem Schulplatzmangel brauchen schnelle und kurzfristige Lösungen, für die wir finanziell vorsorgen. Und da es in der Schule nicht nur um Gebäude, sondern auch um gutes und ausreichendes Personal geht, verstärken wir langfristig das Programm Beste Lehrkräfteausbildung für Berlin, damit aus 2.500 Studienanfängerinnen im Lehramt deutlich mehr Absolventinnen stehen als die bisherigen 900 pro Jahr. Weitere Studienplätze geschaffen werden und auch die Studienqualität verbessern wird. Diese Koalition stellt Weichen für die Zukunft Berlins. Gerade beim Schulbau sehen wir, wie falsch es ist, in Krisen zu sparen. Diese Lehre haben wir als Koalition gemeinsam gezogen, und auch dazu ist nur diese Koalition in der Lage. Und wenn Sie sich die Änderungsanträge der Opposition genau anschauen, dann wissen Sie auch warum. Wir haben als Koalition schneller, mutiger, entschlossener und zielgerichteter gehandelt als die Ampel auf Bundesebene. Und wenn sich jetzt der eine oder die andere fragt, was denn der Unterschied zwischen der Berliner Koalition und der Ampel auf Bundesebene ist, dann sage ich ganz klar und einfach, die Berliner Linke macht den Unterschied. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.